Ende März habe ich Ihnen ja an der Stelle schon mal von der Frau Däne erzählt, weil die mir zum Geburtstag mal einen Totenkopf gehäkelt hat. Weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Oder auch hat sie auch gehäkelt mit einer Auchader, was hinten raushängt. Wunderbare Sachen. Und ich habe zu Martina habe ich gesagt: Mensch, könntest du mir nicht einmal einen Leberkäse weglerhäkeln? Und da hat sie lang überlegt und hat gewartet, bis die Muse sie küsst. Und dann wollte sie mir auch ein Leberkäse weglerhäkeln. Das scheiterte aber an der Brötchenwolle. Da hat sie für ein Weckler hat sie keine Wolle hergebracht. Weltweit hat es keine Brötchenwolle mehr gegeben, wo man sagt, sowas wird von den Leitmedien nicht einmal im Brennpunkt thematisiert. Dass eine junge Frau in Gossenhof ein Weckler gern häkeln tät, aber keine Wolle da ist. Ne? Da wird Gott weiß was, seitenweise wird da gesagt, ja, ich war spazieren und der sinistre Nachbar hat den Hund angehustet, muss ich ihn Dampf strahlen, soll ich ihn in die Mikrowelle stopfen? Überlebt er das? Sowas, aber mit einer Brötchenwolle, da wird ein Mantel des Schweigens drüber gelegt. Und jetzt hat sie lange recherchiert und hat über einen ehemaligen CIA-Agenten über Kasachstan auf dem Landweg, da hat sie 4 Milchzähne in Ebermannstadt in einem geheimen Briefkasten hinterlegt und hat jetzt eine ganze Lastwagenfuhre Brötchenwolle geliefert kriegt und seit einigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines original gehäkelten Pizzaleberkäs-Stückchens und eben zwei, schau dir das einmal an, zwei wunderbare Weckler, da sogar mit Wecklerfalte oben auf, dann kann man das da drauflegen, schau's, und drunter das andere wecken. Hä? Ist das prima? Und? Ein Senf, ein Senf hat es mir auch noch. Und meiner Meinung nach eine ideale Anschaffung, wenn man so einen Bankerten hat, der immer in die Fischstäbler rumkratzt und rumspielt, dann sagt man: Spiel nicht mit deinen Fischstäblern, nimm deinen Pizzalieferkäse von der Martina. Da kannst, oder irgendwelche Leute, die vegan sind und vielleicht nicht ganz den Bezug zu Lebensmitteln verlieren wollen, die können dann mit ihrem Pizzalieferkäse ein wenig kuscheln. Das ist ganz weich, ganz angenehm. Oder die macht da vielleicht einen Brokkoli oder Wurst, hat es auch schon gehäkelt. Schreiben Sie mal, ich denke, die wird sich sicher freuen.